Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Olala und Solala. Es ist wieder Zeit zu zweit. Ihr wisst es ja vielleicht, in meiner Funktion als Ernährungsberaterin arbeite ich ja mittlerweile mit sehr vielen Ärztinnen und Ärzten zusammen. Denn auch der klassische Schulmediziner hat jetzt endlich eingesehen, dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung rot-grün und knackig für unser aller Gesundheit wahnsinnig wichtig ist. Und heute habe ich einen ganz tollen Gast. Dr. Kerstin Schick. Sie ist Gefäßchirurgin und Phlebologin und ihre Leidenschaft sind die Venen und die Arterien, unsere Durchblutung und die Prävention, diese knackig zu halten. Tatatata, herzlich willkommen, Dr. Kerstin Schick. Kerstin, schön, dass du da bist. Aloha, Andrea, dir ein Blümchen mitgebracht. Jetzt denken natürlich alle, warum sagst du Aloha, aber die Kerstin ist direkt vom Flughafen, gerade aus Hawaii, hier zu Olala gekommen und deshalb kriege ich dieses Blümchen. Ich danke dir. Wie sagt man denn Danke auf Hawaiian? Mahalo, Mahalo Nui Loa. Mahalo Nui Loa. Mahalo, dass ich heute bei dir sein darf. Und was ist hier alles aufgebaut? Großartig. Ich freue mich riesig. Und ich freue mich, dass du die Leidenschaft der Gefäße, die ich ja auch lebe, jetzt gerade eben schon so schön transportiert hast. Großartig. Vielen herzlichen Dank, weil es gibt in meinen Augen eh nichts Tolleres als Arterien und Venen und den Blutfluss. Und ja. Und ihr seht es, nichts Schöneres. Du, Kerstin, wir haben uns kennengelernt auch über dein Buch, die Venus-Venen. Da sieht man ja schon, wie schön du auch Venen beschreibst. Und da gehst du ja auf sehr viele Krankheiten in unserer Gesellschaft mittlerweile an, auch das Lipödem, das Lymphödem, die Krampfadern und so weiter und so fort. Und wir möchten dem heute allen entgegenwirken ein bisschen. Und deshalb haben wir hier so fett aufgetischt. Wir werden über sekundäre Pflanzenstoffe sprechen, aber natürlich auch über die Bewegung. Und vielleicht kannst du uns nachher auch noch ein bisschen was vortanzen. Du hast ja, wie heißt er denn, der Tanz? Hula. Hula getanzt auf Hawaii. Deshalb war sie nämlich da. Also Bewegung auch ein wichtiger Punkt. Und deshalb lass uns doch so vielleicht alles nacheinander absprechen. Also ich möchte erstmal mit gerne stellvertretend für euch alle da draußen vielleicht fragen. Krampfadern. Wie viel hat man denn da selber Schuld dran? Mhm. Ich habe nämlich auch ein paar. Also die Krampfadern sind im Prinzip etwas, was wir nicht selber verursacht haben. Es gibt ja immer Erkrankungen, wo wir einen großen Eigenanteil haben, wo wir schon wissen, dass wir da schon auch unsere Dinge mit verursacht haben, dass wir dann auch an diesen Erkrankungen leiden. Aber bei den Krampfadern müssen wir unsere Vorfahren schimpfen. Es ist Mutter, Vater, Großväter, Großeltern, die uns leider die Krampfadern mit in die Wege gelegt haben. Das ist eine Bindegewebsschwäche, die wir veranlagt bekommen haben. Und diesem Schicksal können wir uns eigentlich durch auch eine wunderbare, gesunde, ausgewogene Ernährung eigentlich nicht entziehen. Aber man kann es sicherlich etwas verbessern und etwas verschlechtern. Also was ich ja auch durch dich gelernt habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, Stützstrümpfe zum Beispiel im Flieger anzuziehen. Ich war da immer ein bisschen nachlässig, aber seit ich dich kenne und als ich letzte Mal am Flughafen war, habe ich nämlich auch gefilmt, habe ich hier so gefilmt, meine Hose hochgezogen und gesagt, guck mal Kerstin, an dich denken trage ich also Stützkniestrümpfe. Also man kann immer noch was verändern, oder? Ganz genau, so muss es sein. Also Stützstrümpfe im Flieger, ich habe es auch beobachtet, wer da Strümpfe anhat und wer nicht. Aber das ist das Idealste, weil wir von außen unsere Beine komprimieren. Ja. Wir haben mit dem Strumpf einen relativ starken Druck aufs Bein und dementsprechend entlasten wir unsere Venen, unsere Lymphgefäße. Und das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist, dass entweder eine Thrombose eintritt, auch während des Flugs, oder wir in unserem geliebten Urlaubsziel ankommen und erstmal solche Beine haben. Genau. Und 3 Tage brauchen, bis die wieder einigermaßen schlank werden. Insofern super in den Kompressionsstrümpfen. Bist stolz auf mich. Ja, sehr. Ansonsten fühle ich hier übrigens mit all dem, was ich für uns vorbereitet habe, wohl, als wärst du zu Hause. Ich möchte mit dir natürlich auch so ein bisschen über das Entwässern eingehen, weil gerade geschwollene Beine, Wasserstauung, wir haben ja das Lymphödem und das Lipödem, da kannst du auch noch mal erzählen, was der Unterschied ist und wie wir vielleicht dagegen so im Alltag vorgehen können. Und dann kommen wir natürlich zu meinen liebsten sekundären Pflanzenstoffen, die ich euch ja schon seit Jahren predige. Ich habe natürlich das Rutin hier, Flavonoide an sich und die Anthocyane und all diese Sachen, das ist ja gefäßstärkend. Wir kommen auf den schwarzen Holunder, auf Rezepte von meiner Oma zu sprechen und aus Rezepte auch auf Rezepte aus der Neuzeit. Und wir bereiten so kleine Leckereien zu. Möchtest du uns ein bisschen was, weil ich habe das Gefühl, dass diese Gesellschaftskrankheiten, sage ich jetzt einfach mal, verbessere mich, wenn das nicht stimmt, Lipödem und Lymphödem sind ja unterschiedliche Sachen, aber trotzdem
vermehrt zunehmen. Das eine ist ja mehr so eine Fettansammlung und das andere ist mehr so ein Wasser. Und ich glaube auch, so habe ich es zum Beispiel auch mit der Dr. Cordelia Schott, hast du ja auch gesehen, besprochen, dass ja auch Bewegung sehr oft ein großes Thema für die Orthopädie ist, aber letztendlich ja für die ganze Prävention mit Arterien und Venen und so auch. Woran liegt es, dass es immer mehr wird mit dem Lymph- und dem Lipödem? Die Bewegung ist absolut das zentrale Moment. Gerade auch bei den Gefäßen, arteriell, venös, Lymphödem, die Bewegung ist das Zentrum. Und das ist das ganz Wichtige, was wir in unseren Alltag immer, immer integrieren müssen. Können wir gleich mal dazu besprechen, noch, wo wir einfach auch Bewegung einbauen können. Auf die Frage, warum das zunimmt, ist natürlich, das Lipödem ist etwas, was wir auch veranlagt bekommen haben, ist eine Fettgewebsverteilungsstörung. Das heißt, dass die Patientinnen, und es betrifft tatsächlich fast nur Frauen, ganz, ganz, ganz selten unter besonderen Dingen auch mal die Männer, aber es sind eigentlich fast nur wir Frauen, die an Lipödemen leiden, und wir haben eine veränderte Fettzellverteilung am Körper, häufigst an den Beinen, einfach mehr Fettzellen und größere Fettzellen als in anderen Bereichen und viele andere Frauen eben auch. Das ist so der weibliche Popsi und so, ne? Ja, das geht in die Richtung. Aber hat das auch was mit Stoffwechselstörungen zu tun? Die Stoffwechselstörungen sind meistens Teil auch dabei. Also die Frauen, die an Lipödem leiden, haben meistens irgendwo auch eine Stoffwechselstörung. Das ist eine häufige Kombination. Aber es ist etwas, was in die, auch in die Wiege gelegt wurde, wo auch wir wieder diejenigen, die es betrifft, auch nicht Schuld haben. Das ist ein ganz wichtige Erkenntnis. Ich habe nicht Schuld, wenn ich an einem Lipödem leide, sondern ich kann mich auch diesem Schicksal nicht entziehen. Aber, und das ist die andere ganz wichtige Botschaft, wir haben viele Dinge selber in der Hand. Ist es nicht lieb? Also sie gibt einem kein, also so sehe ich dich auch als Ärztin in deiner Praxis, keine Schuld, wenn jetzt jemand mit einem Lipödem zu dir kommt. Aber jetzt fasse ich es mal ein bisschen zusammen. Wenn diese Person auf eine reduzierte Kalorienzufuhr oder auf eine gesunde Zunahme von Fetten achtet, dann hat doch da dann einfach diese Person die Möglichkeit, diese Veranlagung besser in den Griff zu kriegen. Ja, du sagst es. Absolut so ist es. Okay. Und das ist der zweite Punkt eben, dass wir nicht uns schuldig fühlen müssen, aber dass wir auch nicht Opfer dieser Situation sind, sondern dass wir durchaus, genau wie du sagst, mit den Dingen, die wir zu uns nehmen, wo wir darauf achten, welche Lebensmittel nehme ich zu mir, in welchem Maße und wie kann ich es mit Bewegung auch kombinieren, dass ich dann eben diese Erkrankung auch so weit in den Griff bekommen kann, dass meine Lebensqualität auch darunter nicht maßgeblich beeinträchtigt ist. Und also ein Bewusstsein dafür einfach. Ne? Genau. Und dann einfach die Freude daran haben, etwas zu verändern. Jetzt lass uns mal ein bisschen in die Kulinarik zwischendurch. Ich möchte mit dir als allererstes, und da müssen wir wahrscheinlich beide so ein bisschen kurz die Klappe halten, weil man uns nicht richtig versteht, möchte mit dir entsaften. Und zwar möchte ich einen Gurkensaft machen. Du hast uns verschiedene Sachen zum Entwässern mitgebracht. Also die Gurke ist ein Faktor. Wir haben hier hinten, wenn ihr das schon gesehen habt, Löwenzahn. Das entwässert natürlich. Aber du hast ihn mir mitgebracht. Ja, wie ein Blumenstrauß. Noch besser, oder? Ja, und ich bitte darum, ich sage ja immer für alle, die mich kennen, bitte bringt mir einfach keine irgendwie Schnittblumen aus Afrika oder Tulpen sondern und sonst was mit. Bringt alle Löwenzahn. Ja, Löwenzahn, Ananas, Gurken, bringt mir sowas mit. Da geht mein Herz auf. Weißt du, so wie bei dir, bei den Arterien, huhu, kommt mit den Arterien zu mir, kommt mit Löwenzahn. Also, du hast mir aber auch etwas verraten, dass du keinen Gurkensaft magst. Und bei mir gibt es trotzdem Gurkensaft jetzt und die Kerstin ist tapfer und hält durch. Also ich glaube, ich bin einer der ganz wenigen Menschen, ich kenne außer mir gar niemanden, ich mag Gurke nur auf den Augen. Aber, also der Geschmack von Gurke ist echt nicht meins, aber es gibt ja sonst außer mir kaum jemanden und es ist so ein super, 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 super Und ich möchte dir was sagen, Kerstin, du bist da nicht selber dran schuld, sondern das sind deine Gene und deine Mutter und dein Vater liegen an dieser Schwäche, dass du keine Gurken magst. Nein, ich habe aber hier einen Trick und den möchte ich euch gerne zeigen. Im Ayurveda ist es zum Beispiel so, dass man auch, wenn man Gurkensaft nimmt zum Entwässern, die Kerne einfach rausnimmt. Das kann man ganz einfach mit einem Löffel machen. Ich habe das hier schon so ein bisschen bei den Dingern vorbereitet. Einfach die Kerne raus. Die schmeckt dann anders, die Gurke. Ich esse die Kerne natürlich trotzdem gerne. Und wenn es Leute gibt, die keine Gurkenkerne vertragen, das wissen die vielleicht gar nicht, sondern die bekommen dann auch weniger Blähungen davon. Deshalb ist das mein Trick und ich versuche es jetzt einfach, dich dann damit. Genau, so, das probiere ich jetzt, ich lege los.
der große Moment ist gekommen. Wir entwässern. Wie viel Saft sollte man denn so trinken davon? Ein Glas am Tag ist super. Das Also Kerstin, das schmeckt so gut. Bitte probier das. Das schmeckt am Ende so. Ist es heute der Tag der Gurke und wird mein Leben verändern. Jawohl. Das schmeckt wie frische Melone. Das ist so lecker. Es kann nicht sein, dass dir das nicht schmeckt. Du hast immer nur falsch das gemacht bislang. Das schmeckt gut und es ist gesund. Also es schmeckt besser, als Gurke je geschmeckt hat. Ja, also bitte. Und das natürlich in der Olala-Küche. Da schmeckt alles besser als woanders sowieso. Aber ihr kriegt es zu Hause auch hin. Also, dann bitte trink schön aus. Ich möchte mit dir jetzt aufs Rutin, auf einen sekundären Pflanzenstoff, auf ein Flavonoid zu sprechen kommen. Das Rutin begleitet mich schon sehr, sehr lange in meinem Leben oder naja, nicht lang genug, denn ich hatte früher mal sehr schlimme Migräne und habe dann damals auch schlimme Tabletten für genommen und nach langem Leidensweg, ich hatte richtig mit Aura und sowas, habe ich dann ja auch durch mein Studium vom Rutin gehört und das Rutin stärkt die Gefäße. Was kannst du uns dazu sagen? Ich habe uns auch ein Teechen gemacht, du musst hier ganz viel trinken. Also du kriegst jetzt auch erstmal den Buchweizentee, den habe ich gemacht. Und auf den Steinklee kommen wir nachher auch zu sprechen. Ja, den kannst du auch gleich mal probieren hier, den Tee. Sehr gut. Bitteschön. Aber was ist das Besondere daran? Denn wenn wir die Gefäße stärken, dann ist es ja auch so, dass sie nicht durchlässig sind. Oder sie sind ja dann fest. Das heißt, sie haben mehr die Möglichkeit, das Blut auch zu transportieren, wo es hin soll. Ganz genau. Also wir waren jetzt ja gerade bislang in dem Bereich der Lymphgefäße, angefangen mit den Krampfadern bei den Venen und beim Lipödem. Und wenn wir jetzt in die Gestärkung der Gefäße kommen, sprechen wir in der Regel tatsächlich von dem arteriellen Gefäßsystem. Mhm. Und da wollen wir natürlich auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Wir wollen die Elastizität der Gefäße wieder stärken. Und da sind wir in dem Bereich. Also da sind wir jetzt nicht bei den Venen, sondern bei den Arterien, die ja auch ganz gut und stark sein müssen und die wir davor schützen müssen, dass sie eine Atherosklerose bekommen. Ganz genau. Und da kommen wir jetzt auch gleich noch drauf. Das ist nämlich auch so, dass Atherosklerose ist ja letztendlich Plaque in diesen. Und da kommen wir gleich noch zu dem ganzen Schwefel. Jetzt hast du in deinem Buch auch, das finde ich auch prima, eben, und da ist ja die Kombination eben auch, dass alles ineinander spielt. Die ganzen Pflanzeninhaltsstoffe gehen ja Hand ineinander in unserem Körper und machen dort das Beste. Bestmögliche, ne? Zum Beispiel haben wir ja hier das Rutin im Buchweizen. Super. Oder? Schmeckt ja gut. Davon sind so 2 Tassen am Tag, damit du den Pegel an Rutin hochbauen kannst, auch gut. Den haben wir zum Beispiel im Buchweizen, also im Kraut. Und dann hast du den Steinklee besprochen. Und da ist ja alles drin. Da sind Saponine drin, plus Rutin auch. Ja? Also das ist also entwässernd und gefäßstärkend. Es ist ja so, dass es ja überall, wie du sagst, überall im Körper wirkt. Und man kann ja nicht sagen, der wirkt jetzt nur auf das eine Gefäßsystem und macht die Augen zu, sobald er bei den Venen vorbeikommt. Sondern das ist natürlich überall. Und das Tolle wirklich am Steinklee, wie wir beide wissen, ist, dass das tatsächlich auf die venöse Seite lymphatisch als entwässernd das Mittel wirkt und auf der anderen Seite auch wieder für unsere Durchblutung, also die arterielle Seite des Gefäßsystems stärkt. Also großartig. Ja, das ist eine klasse Kombination. Und dann ist es ja so, und jetzt kommt dann wieder alles zusammen. Hier habe ich ihn, den musst du auch gleich probieren. Also du weißt schon, dass hier alle abgefüllt werden, die zu mir kommen, oder? Die müssen Sachen ausprobieren, die sie eigentlich nicht wollen und gehen dann raus und sind die größten Fans vom Gurkensaft. Aber du wirst auch ein großer Fan vom schwarzen Holunder werden. Das kann ich ja schon mal versprechen. Bist du ja auch schon ein bisschen, denn du machst ja auch schon eine Kur. Aber hier, du musst dran riechen. Das ist mein selbstgemachter schwarzer Holundersaft. Ihr wisst, dass ich das mache, dass ich eben hier auch die Möglichkeit habe und dass ich ja auch den schwarzen Holunder, abgesehen von meiner Oma, nochmal durch Rubini ganz intensiv kennengelernt habe. Und hier, probier es nur. Ich komme in den Genuss. Trau dich jetzt. Oh, das riecht so lecker. Es hat so was Schokoladiges. Ist das ein, das ist letztendlich aber auch der Haschberg. Ne? Das ist ein ganz, ganz aber toller Schwarzer. Also so ganz schön. Ich habe euch mehrere Videos auch dazu gemacht. Ich mache den ja mit Erythrit. Also meine Oma hat den früher natürlich mit Zucker gemacht zum Konservieren und so. Ich mache ihn mit Erythrit. Das heißt, bewegt auch natürlich nicht den Blutzuckerspiegel und du kriegst nur die guten Nährstoffe.
Wenn der alle ist, ist jetzt die letzte Flasche, die ich für dich geköpft habe. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ist wirklich lecker. Spätestens dann gehe ich halt immer, und das mache ich ja kurmäßig, weißt du ja, ich bin ja eine Kurtussi, das sage ich ja immer, du ja mittlerweile auch, oder? Ich hab das von dir übernommen und ich mache jetzt ganz auf der Kurschiene. Und dann sind natürlich die Kapseln vom schwarzen Holunder von Rubini total praktisch. Und hier haben wir die Anthocyane, die Polysaccharide, die Polyphenole, also letztendlich auch die ganzen Flavonoide drin, aber letztendlich auch das Rutin zu einem ganz hohen Anteil. Und das wusste ich zu Anfang auch nicht, weil ich habe ja mal, das habe ich dir ja auch gezeigt, diesen Selbstversuch gemacht, dass ich ein Blutbild gemacht habe, 3 Monate später wieder eins, und dann sind ja meine Killerzellen, die Leukozyten, so wunderbar gewachsen und ich wurde so stark im Immunsystem. Und jetzt weiß ich aber, dass da auch Rutin drin ist. Also letztendlich ist es natürlich auch gerade für mich, du kennst ja meine Beinchen, auch sehr, sehr gut. Deshalb bin ich jetzt noch doppelt verliebt. Ja? Kann ich nachvollziehen. Also absolut, ja, super. Bin ich auch ganz, ganz glücklich, dass wir es haben für die arterielle Seite. Das ist nachgewiesen auch, dass man hier auch die Gefäße stärkt. Und letztendlich sind diese sekundären Pflanzenstoffe auch mittlerweile, also gerade die Polyphenole, auch als Präbiotika anerkannt. Also du hast sogar noch eine Wirkung auf den Darm. Das ist ein Wahnsinn. Also das ist nämlich auch wirklich so, dass du, egal was du zu dir nimmst, du entwässerst, du stärkst die Gefäße. Und wenn wir jetzt noch eins weitergehen, haben wir ja hier noch Radieschen und Rettich. Das haben wir ja nicht alles umsonst hier hergestellt, sondern weil das einen tieferen Sinn hat. Das hat nämlich diese Schwefelverbindungen. Was hältst du von denen? Da wird ja gesagt, diese Schwefelverbindungen, die putzen mal so richtig durch. Und es kann sich dadurch dann gar kein Plaque ansetzen an den... Also es unterstützt es zumindest. Ja, genau, klar. Natürlich ist es nicht so, dass ich einen Rettich esse und dann habe ich... Das Wichtige ist, und dabei natürlich auch wissen muss, dass wenn ich andere Risikofaktoren noch habe im Leben, dass dann leider solche Maßnahmen auch wenig Chancen haben. Das heißt, ich muss natürlich schauen, dass ich insgesamt im Balance bin und meine ganzen Risikofaktoren wie natürlich Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes und diese Dinge, dass ich die einfach im Griff habe. Und wenn ich dann auch noch dieses richtige Tool mit zum Beispiel Rettich, mit seinem Schwefelanteil, dann bin ich auf einer ganz guten Seite. Und da ist nochmal zu sagen, dass wir im arteriellen Bereich, anders als was wir vorhin sagten, eben mit dem Lipödem oder dem Varikose der Krampfader, des Krampfaderleidens, dass wir hier viele Möglichkeiten haben, selber ganz aktiv was Gutes für unsere Arterien zu tun. Ja, toll. Also insofern... Also wir können die wirklich stärken, ne? Können wir stärken. Und du willst jetzt schon mal loslegen, weil wir haben gesagt, wir machen mal, das will ich euch nur kurz sagen, was macht man mit so einem Rettich? Also Radieschen gehen schon eher nochmal. Hier möchte ich auch nochmal einen Einspieler machen, das verlinke ich euch auch unten. Gerade die Radieschenblätter und auch der Löwenzahn haben ja nochmal komprimiert, auch wenn man ein Pesto daraus macht, einfach diese Wirkstoffe, und wir essen ja meistens nur die Radieschen und werfen dann die Blätter weg. Aber da ist das auch drin, genau. Ja? Und im Rettich ist ja immer so eine Sache, also du kaufst dir einen Rettich und dann machst du einen ganzen Rettichsalat oder sonst irgendwas. Aber ich wollte euch jetzt kurz zeigen, wir machen uns jetzt ein Rettichbrötchen, das schmeckt nämlich hervorragend. Ja? Möchtest du mal hobeln? Unbedingt. Mein Gott, hast du hier viel zu trinken. Das hast du aber schon weggezischt. Das hast du. Der hier wird noch mehr. Du kriegst noch Sachen gibst, dann muss ich erst mal kurz. Wir müssen mal kurz Pause machen. Kassi muss auf die Toilette. Aber sie geht ganz schnell, weil sie hat so starke Arterien, dass sie also viel schneller läuft als alle anderen. Jetzt bin ich wieder da. Und ich würde jetzt hier. Jetzt darf ich dieses Monstergerät bedienen. Ja, ich liebe den. Ich habe den früher schon in meinem Restaurant gehabt, weil man so toll damit einfach hobeln kann und alles schön kriegt. Also, eigentlich bin ich ja gut im Operieren von Gefäßen, aber das kriegen wir auch. Natürlich. Okay. Und ich habe jetzt einfach die Brötchen hier, ich will das nur mal zeigen. Was ich auch ganz gern mag, wenn ich mal zwischendurch was mache, ich lege mir dann einfach so ein Rettich hier drauf. Gib mir noch 2 Scheiben oder eine vielleicht. Das hat was Kontemplatives, das kann man den ganzen Tag machen. Du machst die aber ganz schön dick. Ja, super. Was? So, ja, sehr gut. So, und dann mache ich mir ein bisschen veganen Senf da drauf. Okay. Und dann ein bisschen Salz und dann ist das ein ganz, ganz leckeres Brötchen für zwischendurch. Es ist knackig und so, ja. Also ich will euch das nur mal so als Idee geben. Hier habe ich einen veganen Frischkäse drauf und mache jetzt auch noch mal. Sind die zu dick geworden? Nö, also mein Beißwerkzeug funktioniert glücklicherweise noch. So,
mit ein bisschen Salz drauf und dann ist es ehrlich gesagt ganz lecker. Das ist für mich? Ja, das ist für dich, aber glaube mir, wir werden vielleicht, wenn wir fertig gesprochen haben, alles dann letztendlich reinkauen. Das machen wir zum Schluss. Aber es ist wirklich köstlich. Also es ist eine tolle Brotzeit zwischendurch. Man macht es ja sonst einfach so den Rettich, weißt du, den gibt es ja sonst so auf und dann zu einem Brot. Aber so kann man ihn ja auch drauflegen. So, meine Liebe, wie machen wir denn weiter? Also wir haben ja hier nochmal Eat the Rainbow, sagt man ja immer. Aber ich bin ja ein großer Fan auch von den Anthocyanen, die natürlich für alle Pflanzen so das ja, Lila, das Rote geben. Du hast selber gerade gesagt, du machst ja jetzt gerade eine Kur mit den Heidelbeeren, mit den wilden Heidelbeeren. Johannisbeere. Mit der Johannisbeere, ja, auch, mit der Johannisbeere. Ja, genau. Ich bin jetzt da gerade in meiner Kur, weil eine ganz liebe Freundin immer von der Kur spricht. Deswegen habe ich mich da. Ja, genau, weil ich bin einfach eine Kurtussi. Und ich finde das so, also wirklich etwas über 12 Monate zu machen, das verändert dann noch was. Weil vorher kann man das ja nicht so genau. Und man kann für sich selber natürlich auch besser irgendwo auch rausfinden, ob es auch wirklich für einen was Gutes bringt. Ja, und genau. Wenn ich alles auf einmal nehme, ist es natürlich auch schwierig. Insofern macht es total Sinn. Ganz genau. Also das finde ich auch. Deshalb, ich bin ja auch so ein ganzer Gemüse oder Beeren, je nachdem, was auch immer die Saison hergibt und so. Und wenn es dann eben mal die Saison nicht hergibt, dann hat man halt vorgebaut oder man kann es in Kapselform nehmen. Mhm. Wir haben ja hier hinten nochmal dein Buch. Ich möchte das ganz gerne nochmal auch kurz erwähnen, weil ich finde, es ist ein Buch, wo du die Erklärungen über die Sachen und auch, wie lieb du das vorhin gesagt hast, dass ja, also Frauen sind ja generell mit ihren Beinen unzufrieden, ne? Und wie du sie aber auch mitnimmst und wie du sie behütest, dass sie einfach besser klarkommen mit den Sachen. Aber du bringst sie auch auf den Weg, um zu sagen, was man dagegen machen kann. Und deshalb finde ich, es ist so ein gutes Buch, wenn man einfach sagt, irgendwas möchte ich ändern und ich möchte die Zusammenhänge verstehen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, wir haben ja unterschiedliche Gefäßsysteme. Vielleicht erklärst du das nochmal kurz, weil die denken nämlich alle irgendwie, ah ja, die Vene vom oder zum und die Arterie von oder zum. Aber wir haben natürlich unterschiedliche Gefäßsysteme und da wäre es cool, umso mehr man weiß, wenn man es auch besser bedienen kann. Genau so sehe ich es und ich finde es ganz schön, dass du so beschrieben hast, weil genau so sehe ich es, dass man auf einen, selber wissen muss, über seinen eigenen Körper so viel Bescheid wissen muss, um an den richtigen Stellen auch ansetzen zu können. Wir haben vorhin über das venöse und arterielle System gesprochen und die Arterien, die fließen in die, also nach außen in unseren Körper und bringen den Sauerstoff. Mhm. Die Arterien sind das sauerstoffreiche Gefäßsystem, kommen in der Regel von dem Herzen, es gibt noch eine Arterie, die andersrum läuft, aber eigentlich fließen sie hauptsächlich vom Herzen nach außen und verbringen den ganzen Sauerstoff bis in die letzte kleinste Zelle hier an der Fingerspitze oder an der Großzehe, damit auch dort genügend Sauerstoff ankommt, damit die Zelle funktionieren kann. Und wenn dieser Sauerstoff dann abgegeben wurde, dann muss das ganze Spiel wieder von vorne losgehen und das Blut muss ja wieder Sauerstoff irgendwie herbekommen. Und dafür sind die Venen zuständig. Die transportieren dann dieses sauerstoffarme Blut wieder zurück bis zum Herzen und von dort geht es in die Lunge, wird mit Sauerstoff angereichert und das Spiel geht wieder von vorne los, als ein geschlossener Kreislauf. So haben wir den Kreislauf und deshalb sind wir zwei nämlich auch einfach mal und wollten euch am liebsten auch mitnehmen, in den Wald gegangen. Weil hier kriegt man schön Sauerstoff rein, dann kann man natürlich auch noch, so wie wir das auch gemacht haben, die Schuhe ausziehen, ein bisschen barfuß laufen und letztendlich auch noch die Beweglichkeit ein bisschen stimulieren. Das finde ich auch so wichtig und auch das machst du eben auch in deiner Praxis, ne? Dass wir natürlich sagen, okay, sekundäre Pflanzenstoffe, Rutin, Flavonoide, Anthocyane, aber Leute, bewegt auch eure Füßchen mal, denn das machen wir eigentlich nicht. Wir sitzen zumeist und in einem Absatzschuh sind die ja immer so, wir werden ja gar nicht mehr hier an den Waden muskulär irgendwie gefordert, ja? Und jetzt sag mal, was ist das Wichtigste? Auch mal wieder mutig sein und barfuß laufen. Barfußlaufen ist sowieso fantastisch für uns. Wir fühlen ganz viel, wir haben auch unsere ganzen, die Muskeln wieder, auch unseres Fußes wieder in Bewegung, was wir ja sonst ja auch im Schuh gar nicht mehr so ausnutzen, dass wir da ja auch ganz viele Muskeln haben, wie an der Hand letztendlich auch und eigentlich ganz viel bewegen könnten, was ja leider bei ganz vielen gar nicht mehr möglich ist. Ja, ja, die Tastatur und so können wir, ne? Ja, das können wir gut. Aber du hast es auch gerade richtig gesagt, also der Mensch heute in seinem Gesamtarbeitsumfeld und Lebensstil
der sitzt einfach wirklich zu viel. Und man kann ganz klar sagen, der Mensch, so wie wir gebaut sind, ist eigentlich nicht für dieses dauerhafte, lange Sitzen gemacht. Genau. Wenn jemand ins Büro geht morgens, 8 Stunden da sitzt und abends nach Hause geht, hat er sich wirklich eigentlich viel zu wenig bewegt. Und dieses lange Sitzen, das ist auch für viele andere Dinge nicht gut. Für die Wirbelsäule habt ihr ja schon ganz viel besprochen. Aber genau. Eben auch für unsere Gefäße. Und deswegen ist die Kombination aus dem, was du hier uns aufbereitet hast, aber eben auch in der Bewegung und am besten natürlich im Wald mit viel frischer Luft. Und barfuß. So. Und barfuß, das ist richtig und gut. Dazu noch, noch ein Rettich in der Hand oder auf jeden Fall einen guten Tee mit dabei. Nein, also das sind letztendlich die Sachen. Und die Sache ist ja auch, dass wenn wir uns so leicht ernähren, also so frisch und so grün, dann wird unser Körper ja auch entlastet. Lass uns noch ein bisschen auf die Fette kommen. Mhm. Weil es ist ja, auch wenn wir vorhin schon ein bisschen Fett angesprochen haben beim Lipödem, ist es ja auch so, dass zum Beispiel Omega-3 ja ein ganz wichtiges Fett ist, damit unser Blut geschmeidig bleibt. Stimmt's? Ich bin ein Omega-3-Fan auch. Ich auch. Ganz genau. Sehe ich auch ganz genauso. Es ist so wichtig. Und die Fette, da sind wir wieder im arteriellen Bereich. Mhm. Da geht es wieder um unsere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, denen wir unbedingt vorbeugen wollen und denen wir vorbeugen können. Und Omega-3 ist eine echt gute Möglichkeit. Und es ist so leicht, dass man das zu sich nimmt. Heutzutage ist das auch wirklich... Da kann man ja auch ganz genau supplementieren. Oder man muss auch gucken, und das ist auch so, so spannend, welche Quellen es dazu gibt. Und da werden auch ganz neue Quellen gerade erschlossen. Das will ich dir gerne nächstes Mal erzählen. Das ist ganz, ganz spannend. Aber jetzt haben wir eigentlich einen tollen Kreislauf gemacht. Mhm. Ja? Also wenn wir sagen, der Körper ist ein Kreislauf, die Natur ist ein Kreislauf, die Ernährung ist ein Kreislauf, das, was wir essen, wie wir uns fühlen, natürlich haben wir dann auch ein bisschen mehr Schwung. Mhm. Dann bewegen wir uns auch mehr. Das alles hängt zusammen. Genau. Das, ja. Meine Oma hat das immer gesagt. Wenn er anständig ist, dann musst du auch nicht rum, wenn du dich bewegen musst. Hat sie recht gehabt. Gut, liebe Kerstin, ich bedanke mich bei dir. Wir haben jetzt noch unser tolles Brötchen, das wir hier so knabbern. Wir haben alles zusammengefasst. Jetzt so, kannst auch so den Rettich essen. Wir haben alles zusammengefasst in der Infobox. Ich verlinke euch das Buch von der Kerstin. Ich verlinke euch natürlich alle wichtigen Informationen über Rubini, über den Buchweizen, über das Rutin, über die Anthocyane. Ja, und letztendlich über ein saftiges, grünes Löwenzahn-Gewächs, das ihr gerne jemandem mit als Blumenstrauß mitbringen könnt. Super. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt lassen wir es knacken. Komm, im Duett. Lass knacken. Übrigens, also der Gurkensaft, er ist so viel besser, als ich dachte. Ja, ne, das freut mich. Kerstin, die Gurke schickt. Aber wirklich, ab jetzt. Du, und danach können wir jetzt auch noch ein bisschen Hula tanzen, oder? Also du hast gesagt... Und man erzählt Geschichten mit den Händen, oder? Man erzählt Geschichten mit den Händen. Was ist das für eine Geschichte jetzt? Das ist der Ozean. Ach so, na, das ist ja eine Geschichte. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt was von sekundären Pflanzenstoffen und Routinen und so. Anthocyane, wie tanzt man Anthocyane? Sehr gut. Danke, das vielen Dank. Es war schön. Jawohl. Du, jetzt haben wir hier noch ganz schön was zu knabbern, ne?